Momentan sind Sie ja hier im Kammertheater in Karlsruhe, sind ja die musikalische Leitung von der Revue Männer, sitzen dabei aber auch selbst am Piano. Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, würde ich gerne mal an Ihre Anfänge gehen. Sie haben ja auch hier in Karlsruhe gelernt. Erzählen Sie mal so ein bisschen von Ihrer Studienzeit. Wie haben Sie das Ganze denn erlebt? Also wenn es an die erste Anfänge geht, dann müsste ich an Grundschule zurückdenken, denn schon da habe ich Liebeslieder für die Dame komponiert. Genau, und im Prinzip mache ich jetzt auch nichts anderes als die nächste. Ich habe dann studiert hier an der Hochschule, Musikhochschule, habe ich halt Klavier dirigiere und Chor dirigiere, Orchestertheorie. Genau. Sie komponieren selber, Sie machen musikalische Leitungen, Sie haben auch TV-Auftritte. Hätten Sie sich das am Anfang erträumen lassen, dass Sie so vielfältig und erfolgreich auch arbeiten können? Ja, es war schon immer knallhart geplante Karriere. Nee, Quatsch, das ist, wie es sich ergibt. Man weiß im Prinzip gar nicht, wenn man irgendwo startet, was sich daraus ergibt. Wie gesagt, seinerzeit war es halt ein Anruf, wo sich dann durch Zufall Türe geöffnet haben. Und wenn man dann halt jetzt nicht gerade richtig schlecht ist, bleibt die Türe geöffnet. Und für mich hat sich da halt total viel draus ergeben, also mit dem Staatstheater. Und so hat sich dann rumgesprochen, habe viel an andere Theater gemacht, bis ich dann schließlich als Höhepunkt hier am Kammertheater gelandet bin. Natürlich. Ja. Sie haben zum Beispiel auch die Räuber komponiert. Wenn Sie komponieren, wie gehen Sie daran? Haben Sie gleich schon eine Idee oder ist es dann so ein Entstehungsprozess? Nee, eigentlich lese ich mir den Text durch und dann stelle ich mir vor, wie hat das zu sein auf der Bühne. Und je besser ich mir es vorstelle, umso klarer wird die Komposition. Und eigentlich geht es total schnell. Also wenn ich mir die Situation vorstelle, dann kann ich mich total konzentrieren und dann ist im Prinzip innerhalb von 3 Minuten das ganze Lied da. Also das muss ich dann praktisch nur aus dem Kopf abschreiben. Aber ich brauche halt die Zeit, um mir das vorzustellen, wie es sein soll. Wenn die Vorstellung wischiwaschi ist, dann kommt als Lied auch noch was wischiwaschi raus. Woher nehmen Sie dann die Inspiration? Tja. Das ist das Geheimnis. Ja, ich weiß es nicht. Aus der guten Allgäuer Luft, ich weiß es nicht. Sie haben jetzt schon so viel erlebt, aber Sie machen trotzdem noch mal was Neues. Im Jahr 2015 sind Sie ja nicht nur auf der Bühne so live zu sehen, sondern auch im Kino. Was steht denn da alles an? Ja, da bin ich, auch wie es der Zufall ergibt, bin ich über so eine Münchner Agentur, die mich von Hesters her kennt. Die haben einen Pianist für eine Filmproduktion, für Kinofilm gesucht. Und dann bin ich da hingekommen und ich war dann, also im Kinofilm spiele ich die Rolle eines Pianisten. Und der Pianist, das ist ja perfekt. Ja, das passt total super. Und meine Partnerin ist Barbara Sukowa und die eine Sängerin spielt und so hat sich das dann ergeben. Und Regie macht Margarete von Trotta und das war natürlich genial. Also, worum geht es in dem Film? Er heißt Die abhandene Welt und genau, wahrscheinlich ist nur Geheimnis, um was es da geht. Aber es ist ein fantastischer Film. Haben Sie natürlich schon auch ein bisschen gedreht? Wie war das so, die Filmarbeit? Was unterscheidet das dann vielleicht auch von der Theaterarbeit? Ja, im Prinzip, die Aktion dauert 2 Minuten, uns links und rechts 8 Stunden. Warte. Dann hier nochmal Einstellung. Oh, hier spiegelt was, Puder. Können wir das nochmal anders machen? Und hier noch bis. Also, ich habe eine Wahnsinns-Ehrfurcht gekriegt vor Schauspielern, weil das ist natürlich schon grandios, genau in diese 2 Minuten das zu bringen, wie es sein soll. Und davor ist man dann, man kann ja praktisch immer nur so Stücklewerk machen. Und das Schöne aber am Theater ist ja, man hat ja den ganzen Abend inklusive Schlussapplaus, Zwischenstimmung. Also so schön das natürlich auch ist, so im
einen Kinofilm zu machen. Aber meine Welt ist eigentlich eher so Theater, wo das rundum abgeschlossen ist und so. Wenn ein Mann eine Frau liebt, sein Herz an sie verschenkt, dann hat er nur dieses krasse Gefühl in sich. Und er vergisst sich total, aber sie vergisst er nie, weil ein Mann, der wohl liebt, ist kein Tyrann. Gib dir wieder her!